Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns ein Fight an zwischen Dennison und JamTV. Ihr wisst, Dennison kämpft bald gegen Khan Yavi. Und ich will gucken, so ein bisschen Form abchecken von Dennison. Ich denke eh, dass Dennison den Kampf machen wird. Ich bin auch Dennison ein guter Freund. Ich küsse sein Herz und drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Wir gehen rein, folgt mir gerne auf Twitch. Erster Link im Bio. Ich küsse eure Augen. Und kommt gerne auf den Discord. Ja, das ist das Büro von Jungs. In diesem Sinne auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen. Ey, was mit seinem Auge passiert? Wir haben jetzt fast 11 Uhr. Die Jungs müssen an der Stelle eigentlich auch gleich da sein. Ich warte gerade noch ein bisschen auf die Jungs. Ich habe das Auto schon abgeholt. Ich habe schon sehr, sehr viel gemacht, Digga. Bis 11 Uhr. Blaue Auge ist so hässlich, gell? Ich habe nur das Auto abgeholt. Für uns geht's auf jeden Fall gleich nach Köln. Hattet ihr schon mal ein blaues Auge, Digga? So hässlich, Digga. Alter, ich weiß nicht warum, Digga. Aber ist so hässlich. Auf jeden Fall in Köln ansteht, wir treffen uns auf jeden Fall mit einer bestimmten Person, weil heute habe ich auf jeden Fall ein geiles Sparring. Ich kann euch nur eine Sache verraten, der Gegner wird dieselbe Gewichtsklasse haben wie ich. Play to earn, 23 Monate. Bruder, ich habe diese 1-1-Up-Coin, ich wollte es machen, der Brahim hat keine Zeit gehabt. Ich sag Brahim, lass das machen, lass es installieren, diese 1-Up-Coin. Brahim sagt zu mir, ich habe keine Zeit gehabt, Digga. Verdammte Scheiße, Brahim, Digga. Jetzt ist Play to earn da und wir haben es nicht gemacht, Digga. Ich bin ja auch zwischen 72 und 73, deswegen, es wird auf jeden Fall interessant. Er hat auch Boxerfahrung. Was nicht so cool sein wird, ist dein Herz, Fahrt. Wir müssen jetzt 4 Stunden fahren nach Köln. Aber wie gesagt, da gibt es ja auch immer Lösungen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung. Ist ganz, ganz wichtig, merkt euch das. Wenn ihr nicht Auto fahren wollt und andere Führerscheine habt, dann sagt doch einfach immer so, ey Jungs, ich würde sehr, sehr gerne fahren. Aber das Problem ist einfach, dass die Gesundheit von uns das Wichtigste ist. Und ich will die nicht aufs Spiel setzen. Ich habe gerade leichte Kopfschmerzen. Ich sehe die Fahrbahn 2 bis 3 Mal. Und das würde ich euch nicht empfehlen, wenn ich dann am Steuer bin. Und dementsprechend werden die Jungs schlechtes Gewissen bekommen und das Auto selber fahren. Gym ist soweit auch alles organisiert. Ja, es wird cool. Weil ich freue mich auf Ernst. Für mich ist so oder so wichtig. Ich nehme alles, was ich nehmen kann, weil bald steht der Kampf an. Es gibt einen Punkt, zum Beispiel Technik. Technik kannst du lernen, bis zum geht nicht mehr. Da kannst du nie sagen, du bist perfekt technisch am Start. So Technik kannst du immer verbessern. So. Aber um diese Technik zu verbessern, musst du Sparring machen, Digga. Richtig. Es bringt nichts, wenn du einfach sagst, ey, ich übe nur die Technik, aber wendest es dann quasi nicht an. Deswegen ist in der Hinsicht das Allerwichtigste Sparring. Voller nach gefühlt 4 Stunden. Was denkt ihr denn, Dreddys? Er gegen Khan Yavi, wer macht das Ding? Was denkt ihr? Jem Guapo de la Rue. Alhamdulillah, 18 Monate, inshallah, 10.000 weitere Monate. Vielen, vielen Dank, Jem Guapo. Ich küsse dein Herz. Der ruhige Boss mit Khan, krass. Also wir haben einen Sparring von Dennison gesehen. Der war fit, Bruder. Der war sehr, sehr, sehr fit. Ich bin gespannt jetzt, dieses Sparring, wie der sich da schlägt. Aber Bruder, ich bin eigentlich schon, ich sag schon Dennison eigentlich, oder? Ich denke schon, Bruder. Ich denke, Dennis muss machen, ja. Khan ist stabil. Khan hat eine gute... Khan ist stabil. Jetzt nicht, dass ihr denkt, ich denke, Khan ist irgend so ein Lauch. Nein, nein, nein. Khan ist stabil, Digga. Walla, Khan ist stabil. Die Sache ist, ich denke, Dennis kann einfach besser kämpfen. Dennis, der kann kämpfen einfach, Bruder. Der kann einfach kämpfen, Bruder. Mike Skoff, Dankeschön für 11 Monate. Ich küsse eure Augen, wir gucken mal rein. Sind wir angekommen? Was wir sind über 4 Stunden gefahren, ne? Treffpunkt war eigentlich 15 Uhr spätestens. Wie spät haben wir das jetzt? Und ich will gar nicht auf die Uhr gucken, Digga, warte mal. Wir haben 18.11 Uhr. Ja, Khan ist stabil, Bruder. Jetzt gerade merke ich nach dem Beintraining diese ganzen Schmerzmuskeln. Da kennst du Leute, die Ausrede suchen. Ich glaube, ich werde heute nicht kämpfen, ich werde ein bisschen zugucken. Haben wir alles? Habt ihr eure Taschen? Wir wollen ja noch Sporttasche. Scheiße, vergessen. Wir haben ihn gesichtet. Der Typ sieht fit aus, Bruder. Warte. Was geht ab? Was läuft? Was läuft? Schön, dich kennenzulernen, Bruder. Das hat die dir da sagen. Oha, schön, dich kennenzulernen. Also, die haben dich das erste Mal da gesehen. Faustkämpfer Köln-Kalk, okay. Der wollte 13 Uhr da sein. Der wollte mit mir Freitagsgebet gehen. Wir haben 18.15 Uhr. Ihr habt die Zeit vertan, Digga. Alles gut. Bei dir? Freut mich. Aber Bruder, die Strecke von Hamburg nach Köln ist ja auch nicht ohne, Digga. Schön, dass du da bist. Ich hab euch gesagt, Jungs, ich komme. Wir sind... Jam ist auch stabil, Digga. Beide gleich, ne Leute. Wir sind beide auf 73 Kilo übrigens. Fast selbe Größe, auch selbe Statur eigentlich. Ja, aber die sieht auch gut aus, Digga. Du bist auch fit. Du bist auch fit geworden. Du warst deutlich dünner. Ich weiß, Bruder. Ich weiß, Bruder. Bei dir kommt gerade. Diese Boxerstatue. Test du wirklich langsam. Test du wirklich langsam. Was machen wir? Drei Runden? Ich hätte gesagt, 3 Runden a 3 Minuten, ne? 3 Runden a 2 Minuten. 3 Minuten a 3 Minuten? 3 Runden a 3 Runden? Du Wichser, Fische, Mensch, frisch, Fische.
Drei Runden, drei Minuten. Digga, das ist hart. Drei Minuten. Eine Minute macht auch nicht keinen Unterschied. Zwei. Boah, bei mir macht miese Unterschied. Abo. Ich glaube, Pumping Monkey hat das Video zensiert. Wenn du willst, kannst du nochmal gegen den noch ein bisschen machen. Wie lange macht er das schon? Wie lange macht schon Muay Thai? Hab ich nicht so. Ja, bitte? Muay Thai? Aber das ist 5 Jahre, oder? Abo! Warte mal ganz kurz. Wie lange macht er das schon? Wie lange macht schon Muay Thai? Hab ich nicht so. Was wurde hier zensiert, Bruder? Der sieht aus wie Silver. Ja, bitte? Muay Thai? Die haben einfach seinen Hals zensiert. Das ist 5 Jahre, oder? 5 Jahre. Aha. Da kämpfen wir doch nicht, Digga. Wer macht dein Bruder schon? Erster, zweiter, ich hab's gemacht, aber die letzten 5 Jahre gar nicht mehr. Checkst du? Keine Ahnung. Aber glaub mir, diese Grundbase hast du so oder so. Hast du geraucht in deinem Nein, Leben? Gar nicht. Ja, das ist mein Nachteil, Bruder. Hast du geraucht? Bruder, die Leute fangen niemals damit an, Geldverschwendung, noch viel wichtiger Gesundheit. Hallo, und die stinkt nach Scheiße, das ist das Ding. Ich mach Sparring 2 Runden, Bruder, nach der dritten. Meine Lunge, weißt du, wie die ist? Die brennt, Bruder. Die da muss, brennt ich, auf die, da muss ich jetzt auf die dritte Runde gehen, Digga. Verrat mir deine Schwachstelle. Ich muss auch viel lockerer werden. Ja. Auch im Kampf viel mehr bewegen. Boah, das auch bei mir ein bisschen verkrampft letzte Bruder, Zeit. Bruder, bei mir ist nicht dieses verkrampfte Ding, weißt du? Du musst viel mehr bewegen, auch diese Schritte nach oben. Diese Geschichten, die fand ich zu selten. Aber du fühlst dich mit Kicks sicherer. Ja. Safe? Das ist beim Muay Thai, du schließt immer mit Kicks ab. Du gehst mit einer ab, dann und dann kannst du mit Kicks so ab. Also, Kick ist immer so, wenn die Fäuste dich treffen. Ey, Digga, ich sag euch ehrlich, Dennis ist todstabil, Digga. Du kriegst du mit dem Kick oder todstabil, weil Digga. Fäuste erst oben. Junge, Dennis ist es, Digga. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt nur auf Kicks gehe, weil ich genug mit dem Low-Kick rein, kann er nicht blocken. Dennis holt, Digga. Aber zum Beispiel, wenn du mit den Fäusten reingehst und mit Kick abschießt, dann sieht er den nicht. Kann ich mit dem Ring reinkommen, ja? Ja, komm rein. Fühl dich wie zu Hause. Bruder, wie trinkt man das aus? Ziehen, Bruder, wie Strohhalm. Nein, 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 das ist ein Strohhalm. Jetzt. Boah, wenn es da schon anfängt, kann ich ja gar nicht boxen, Digga. Und deine Einschätzung? Was denn? Deine Einschätzung? Was sagt ihr, wer das Sparring hier macht? Jam ist auch stabil, Drellis. Ey, vergiss nicht, Jam hat ein eigenes Boxturnier gehabt, sogar 2, Digga. Du bist schon aufgeregt, ne? Jam ist todestabil, Digga. Echt? Ja, ja. Mein Kampf wird natürlich. Aber ich denke, Dennis macht's auch hier. Natürlich eine ganz, ganz andere Aufregung sein, aber so leicht aufgeregt ist man auf jeden Fall. Deine Einschätzung? Schwierig einzuschätzen. Von der Gewichtsklasse beide her gleich, würde ich sagen. Und dann wird sich gleich natürlich dementsprechend Kondition, Koordination, Bewegung. Der Boss schreibt dir da stabil. Guck einfach, Bruder. Guck einfach, weil ich habe die beiden ja schon mal kämpfen gesehen. Und ich sag euch ehrlich, das sieht krass aus. Vergleicht's dann mal mit Mickey, Trimax und den ganzen anderen Jungs, die geboxt haben. Was abläuft für den ersten Runde entscheiden. Ich denke mal, wie lange machen sie jetzt 3 Runden? Also die erste Runde ist sowieso immer rantasten, testen, nicht, was macht der andere, wie bewegt sich der andere. Die zweite Runde dann wird entschieden, okay, wer die bisschen bessere Oberhand. Und in der dritten Runde werden wir dann genau sehen, wer das am Ende dann macht. Ne? Dennison vs. GMTV, beide auf 73 Kilo, beide Stoffwechsel wie Monster, wir nehmen beide nicht zu. Wir essen, da kommt nichts hoch, Digga. Nee. 5 Mahlzeiten plus 2 Shakes plus essen. Fufu essen. Nicht mal Stufe 1 Hype Train, Digga. Ich kann eigentlich schlafen gehen schon, ich sag euch ehrlich. Herz ist gebrochen, Fuß ist gebrochen, Nase ist gebrochen, alles, Bruder. Einfach so eine Fuß gemacht, war geil. Dann schön locker arbeiten. Nicht mal schön für eins. Viel Spaß, shake hands. Ja, Zeit. Okay, let's go. Genau. Beide sauber, ja? Schöne Körpertreffer von Jen, Digga. Auf 30, Jungs. Schöne Rechte von Jam. Schöne Rechte von Jam. Ja, schau mal, das letzte war nochmal. Boom. Sehr sauber. Sehr gut. Das war gute Bomben drauf. Man sollte ihn nicht unterschätzen, Leute. Oder Jam auf jeden Fall auch nicht, Digga. Was ist noch aufgefallen? Ganz, ganz wichtig. Nur weil er knallt, nicht zurückknallen. Lass ihn sich komplett vernichten. Kombination. Du bleibst oben. Und du hast den Spaß in den nächsten Runden. Er gibt mir Energie runter, deine Energie ist höher. In den nächsten Runden hat er ein Problem, du hast einen Vorteil. Ne? Wenn er hart macht, bleib locker. Boah, guter Tipp. Was ist jetzt dein Vorgehen? Bisschen ruhiger wieder. Ich habe auch gemerkt, dass ich ein bisschen versteife.
Weil war ein bisschen härter gerade danach. Hier ein bisschen lockerer bleiben. Ja. Sehr stark, Bruder. Dennis, sehr stark, Digga. Dennis muss eigentlich nur mit dem Jab arbeiten, Bruder. Breitenberg. Breiten von Berg, Berg. Ja, Breiten von Berg. Wie geht's? Was geht, Breitenberg? Alles gut. Wunderschöner. Ich hoffe, du hast einen nice Stream gehabt. Breitenberg, super Typ, Digga. Sag ich dir ehrlich. Gucken uns hier gerade so ein kleines Sparring an. Der Dennis von Breitenberg, der kämpft, Chat hilft mir, am 21. Mai in Hamburg. Ich bin in Hamburg am 21. Ich check's ab. Gehen wir hin. Ey, stimmt, ich hab Breitenberg kennt. Digga, Breitenberg, Digga. Sorry, Digga. Ich mach Schmott. Ich küsse dein Auge, warte. Ja, wir gehen was essen, auf jeden Fall, Bro. Ich check dich ab, wenn ich da bin. Dann gehen wir hin. Diesmal ist auch in einer größeren Halle. So, zack. Ich küsse dein Auge. Vielen, vielen Dank, Breitenberg, für den Host. An alle Zuschauer, die neu dabei sind, welcome, welcome, welcome. Ich küsse eure Augen. Breite, Liebe, 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 Liebe. Aha. Aha. Okay, ich würde die erste Runde gebe ich an Jem, die zweite an Dennison. Sehr stark, Dennison, sehr stark, Digga. Schön, 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 schön. Geile Runde. Wie war die zweite? Intensiv, geil. Aber ich schwör, die Pumpe, ne? Gestern noch das Training hat mich umgebracht. Hier schon geil, oder wenn die Leute klatschen und so. Ja. Ja, hier schon geiles Feeling, Digga. Oder krankes Feeling. Ich will gar nicht wissen, wie die Aufregung ist, wenn du so vor 8000 Menschen stehst, wow. Vor 4000. Jetzt dritte Runde. Ich bin sehr gespannt, Digga. Die Runde war deutlich besser als die erste. Manchmal habe ich zu sehr versteift. Das nimmt dir am Ende des Tages diese Luft weg. Sind ganz locker. Dritte Runde werde ich locker machen. Wir auf die Technik gehen. Muss ich auf jeden Fall machen. Ja. Sehr stark. Na, mit Jab arbeiten. 1, 2, starker Konter. Starker Konter. In Eier. Yes, yes. Stark. Alles geben, Jungs. Komm. Hello from the other side. I want you go the wide one. Stark. Sehr stark. Sehr stark. Stark, stark, stark. Beide sehr gut. Beide sehr gut. Sehr stark, Mann. Dritte Runde hat er mich stimuliert. Sehr stark. Danke, Bruder. Der hat Spaß gemacht, aber geil. Ja, also man muss hier eine Sache sagen. Diese Jungs haben mehr Eier als die komplette Deutschrap-Szene. Die steigen in den Ring und machen nicht nur Ansagen. Ja, wenn ich dich sehe. Der Digga, Dennis ist Maschine, Digga. Auch Jam ist eine Maschine, Digga. Ich sag euch ehrlich, Bruder. Die sind Maschinen, Bruder. Was sagt ihr jetzt? Denkt ihr immer noch? Kahn kann gegen Dennis gewinnen? Nee, so. Nein, Bruder, die kommen, die machen. Bruder. Respekt. Gibt euch Liebe, genau das ist das. Sehr stark, mein Bruder. Sehr geil. Respekt. Sehr stark, Bruder. Dennison ist eine Maschine, Bruder. Geile Technik, schöne Technik, saubere Technik. Letzte Runde ist halt
bei mir auch so, Bra, man hört es auch. Bisschen zunehmen und so, und Dennis und ich werden auf jeden Fall noch ein Sparring machen, 100%. Jem hat auch ordentlich Power, muss man sagen, ne? Oder ich glaube, wenn wir beide noch an dieser Ausdauer arbeiten, dann wird das noch geileres Sparring. Ja, es ist das und wenn wir auch viel lockerer arbeiten. Ja, Mann. Ich hab gemerkt, du bist fest gewesen, ich war fest. Und dann ist das viel mit Energie, die verschwendet. Oder ich war, also das ist keine Ausrede, wirklich, ne? Aber gestern noch, er war beim Training dabei. Das Training hat uns umgebracht, Bruder. Es hat uns getötet, meine Beine, ich spür die ganze. Aber auch beide sehr stark. Khan ist auch, guck mal, ich sag euch ehrlich, Dreddies, ich unterschätze den Khan nicht. Weil ich weiß, dass Khan auch, Bruder, Khan ist auch Maschine, aber ich denke irgendwie trotzdem, Dennis macht's. Ich weiß nicht, ja? Aber Khan ist auch Maschine. Gar nicht mehr. Jem hat, eine Sache gemacht. Intensiv, Bruder, aber. Worüber ich hier ehrlich, Respekt, Bruder. Guck mal, weißt du, wie wir das machen? Wir halten das jetzt hier fest für Band. Wenn du auf 80 Kilo bist, ich auf 80 Kilo bin, wir machen das nochmal. 100%, Teil 2, Koppel. Mit solchen Gewichtern. Wir tanzen, Digga. Wir tanzen ein bisschen so. Let's go, Bro. Aber macht er jetzt noch weiter. Digga, Dennis, Kondition wie ein. Bruder. Auch sehr stark, beide sehr stark. Stark. Geil. Mein Fazit ist, dass Dennison ein sehr fairer Kämpfer ist. Man sieht, er unterschätzt keinen, er respektiert jeden, er bewegt sich sehr schön, ist sehr schnell, er guckt, wohin er schlägt. Ich habe größten Respekt vor ihm und inshallah erreicht er noch mehr. Ich gönne ihm das vom Herzen, ich bin nicht so in dieser YouTube-Welt drin, aber was ich gesehen habe, feiere ich. Und ich wünsche ihm und seinem Team, seiner Familie alles nur das Beste. Dennison, nur das... Digga, wenn ich das so sehe, Digga, ich bekomme auch wieder Bock, Sport zu machen, Digga. Ich sag euch ehrlich, Bruder. Ich bekomme auch wieder Bock, aber ich bin so ein fauler Wichser geworden. Das ist unglaublich, Cousin. Dieses Daddy-Lifestyle macht einen so faul, Cousin. Ich sag euch ehrlich, Bruder. Ich muss wieder ein bisschen... Ihr müsst mich mal motivieren, Dreddits, ja? Ihr müsst ein bisschen kommen, schreiben, Sammy, geh mal ein bisschen Ding und so, mach mal ein bisschen Fitness, mach mal ein bisschen Joggen und so, Digga. Bei mir, ich bin so faul, Bruder, ja? Zum Beispiel gestern, Bruder, ich war auch krank, okay, zwar, Ding. Ich bin nur am Liegen, Bruder, ganz Tag in meinem Bett, Bruder. Wie so ein fauler Wichser, Digga, das ist... Das Beste, Bruder. Immer weiter, ja? Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. In diesem Sinne, das war's von mir, JamTV. Peace out. Und bei mir macht man immer... Also, die kenne ich nicht. Der zweite kam nicht an, aber egal. Egal, Bruder. Boah, ich bin gar nicht mehr in der Lage zu reden. Hart, ja. Ich guck den an, er hat Augen zu. Ich guck den an, er hat Augen zu. Ich hat Khan auch ein Box-Video gebracht Nico, heute? Sein Magen dreht sich, Bruder. Ich guck, Digga, wie so ein... Ey, Augen aufhalten, die Jungs schlafen. Oder ein Sparingsvideo oder so? Kreatin und so. Das war aber ein geiler Tag, muss man echt sagen. War ein geiler Sparring. Dafür, dass man geschlafen hat. Ja, okay, gucken wir gerne. Und im Auto, Bruder, hat die Fahrt ein trotzdem auseinandergenommen, ne? Wir haben jetzt gerade. Ich genau sehe nur so ein Haarumstyling-Video. Warum ist Köln so weit? Was ist das? Ist es das hier? Schäm dich nicht, komm mal her. Ich weiß, lange her und. Ist es das hier? Das ist es, okay, lass reinschauen. Lass reinschauen. Ruin de la Rue. Gegen wen würdest du dich in einem Boxkampf sehen? Boah, Bruder, ist schwer, Bruder, ja. Ist schwer, Bruder. Ist schwer, Bruder, ja. Also ich glaube, Dennis und so, die sind viel zu fit. Ich muss erstmal da rankommen, Bruder. Ich bin noch nicht so fit wie die, Bruder. Der ist viel zu fit. Boah, schwer. Ich muss erstmal rankommen irgendwie. Irgendwie ein bisschen rankommen.
Ja, ich muss einmal ein bisschen fit werden, dann können wir uns darüber unterhalten. Also ich denke, ich werde eh weniger wiegen. Wenn ich mit ein bisschen Krise komme, ich vielleicht... Also ich bin gerade auf 65 Kilo. Mit Schwitzen schaffe ich die 70 vielleicht, aber es ist, glaube ich, für mich unmöglich, 70 zu erreichen. Wegen meiner Schilddrüse, Bruder, das ist schwer. Aber ich würde auch gegen Leute gegen 70 Kilo kämpfen. Aber ich brauche erstmal Vorbereitung. Ich bin auf Nullpunkt, Reddys. Also ich habe so lange keinen Sport mehr gemacht, das ist unglaublich, Bruder. Ich habe gar keine Kondition, gar nichts, Bruder. Ja, ich muss gucken. Gegen Abu, Bruder, ich würde auch gegen einen Abu kämpfen. Aber es ist schwer, Bruder. Weißt du, gegen einen Abu, das ist dann nur wegen Unterhaltung. So, weißt du, auf lustig. Also so, auf den. Aber so ernsthaft gegen Abu kämpfen, das ist ein bisschen, da hast du keine Chance, so. Denke ich, sag ich euch ehrlich. Wenn er dir einen Hieb gibt, Bruder, ich werde nur noch so streamen können. Oder ich muss Kamera nach links machen, weil mein Kopf, ich werde nur noch so laufen können, Cousin. Das ist ein bisschen hart, Bruder, ja. Abu, dann, wenn er mir ein Ding gibt, Bruder, mein Kopf ist an diese Richtung, Bruder. Ich werde so streamen müssen, Bruder. Ich werde so Führerschein machen müssen. Ich werde alles so machen müssen. Das ist schon hart, Cousin. Eigentlich, wenn Nase gebrochen ist, die guckt in eine Seite, gell? Wenn Abu mir einen Punch auf meine Nase geht einfach nach innen, Bruder. Ich habe einfach Krater dann. Ich habe einfach so 5 cm nach innen, Bruder. Der haut die komplett nach innen, Cousin. Nein, ist unrealistisch, Bruder. Ist sehr unrealistisch. Ist sehr unrealistisch. Das ist sehr unrealistisch. Es wird nur so aus Spaß vielleicht, so auf diese Wegrennen und so diese Dinge, weißt du? Aber so auf Ernst, das ist schwer. Ich muss erstmal reinkommen. Aber irgendeiner wird es schon finden. Wenn ich fit bin, würde ich es auch gegen Abo machen. Also, wenn er einmal trifft, Bruder, dann, Digga, siehst du Sterne, Bruder. Brauchen wir uns nicht anzulügen, Bruder. Ja. Ich habe tatsächlich eine leichte Schilddrüsenüberfunktion. Immer wenn ich esse, Bruder, da passiert gar nichts. Ich gehe 5-mal am Tag kacken. Da passiert gar nichts, Bruder. Ja. Also für mich ist es sehr schwer, an Gewicht zuzunehmen. Sehr, sehr, sehr schwer. Leider.